Bei einer schweren Explosion in einem Munitionslager sind im Westen der Türkei mindestens 25 Soldaten getötet worden. In einem Munitionslager in Bulgarien hat es einige Explosionen gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Bei einer Explosion in einem Munitionslager des russischen Militärs sind mindestens 4 Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kind, meldet die Agentur Interfax. Munitionslager, einer der sensibelsten Bereiche einer militärischen Einrichtung. Eine Statistik der Vereinten Nationen weist einen signifikanten Anstieg bei Unfällen in Munitionslagern seit dem Jahr 2000 weltweit aus. Um die Gefahren eines Unfalls in einem Munitionslager bestmöglich zu reduzieren, hat die UN Richtlinien zum Umgang und zur richtigen Lagerung von Munition herausgegeben. Um diese Standards, die oft strenger sind als nationale Vorschriften, so schnell wie möglich weltweit auszurollen, sind diese auf unsafeguard.org online abrufbar. Es geht hier darum, um Munition so zu lagern, dass eben doch keine Gefahr ausgeht, um internationale Zusammenlagerungsbestimmungen zu verbreiten, damit man die halt weltweit anwendet. Um die Verbreitung dieser Standards zu beschleunigen, hat das Bundesheer einen speziellen Kurs nur für Frauen entwickelt. Der UN Safeguard Women Ammunition Expert Network Ausbildungslehrgang. Für Österreich haben früh erkannt, dass zuerst mal die Thematik sehr, sehr wichtig ist. Es geht da zum einen um die Prävention von ungeplanten Explosionen, aber natürlich auch der Vorbeugung des illegalen Munitionshandels. Das sind natürlich wichtige Aspekte. Warum dieser Kurs ausschließlich Frauen vorbehalten ist, erklärt Kursleiter Werner Kernmeier. Der Beitrag, dass wir hier für Frauen spezielle Kurse anbieten, hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir in Österreich diesen Bereich auch bewerben wollen. Und wir versuchen natürlich auch diesen Beruf hier, speziell den Munitionslogistikbereich, zu attraktivieren. Und das ist ein Beitrag, den wir dann hier verbreiten werden, mit der Hoffnung, hier doch auch das Interesse für Frauen mehr zu wecken. The course is very successful. In fact, it is a very important initiative. That is, it's like bringing together women technical experts, ammunition technical experts. It's a unique initiative because men have been working with ammunition since many years. But women who are now, many of them, working with ammunition, they don't have a common platform. So the UN Safeguard program, this provides a common platform wherein the women ammunition technical experts, they can come together, they can learn from each other, share their experiences, and in future they can be in touch and grow together. So the idea is to stay in touch with each other and let each other know when opportunities become available. For instance, I am in a mine action field in Somalia. And when there are jobs become available, I can then let other women know that there's jobs available, which they wouldn't know about because it's not advertised necessarily widely. Das Netzwerk unter Munitionsexpertinnen weltweit wird also, auch dank dieses Kurses in Österreich, stetig größer. Aber dieser Kurs hat auch noch eine zweite Funktion. Er soll Österreichs Bemühen, einen Platz im UN-Sicherheitsrat 2027-28 zu bekommen, unterstützen. Österreich ist ja Sitzstaat der Vereinten Nationen und auch der OSZE und viele andere internationalen Organisationen. Und so eine Chance, im Sicherheitsrat zu sitzen, wo es um die entscheidenden Fragen Krieg und Frieden geht, da sind wir heute natürlich besonders gefordert. Und wenn wir eine Chance bekommen, gewählt zu werden in den Sicherheitsrat, dann können wir natürlich als Ansprechpartner und als Advokat kleinerer und mittlerer Staaten auftreten. Wir können als neutrales Land auch viel glaubwürdiger auftreten als viele unserer Konkurrenten. Und zum Gleichen können wir aber auch inhaltlich natürlich mitgestalten. Für eine positive Bewertung Österreichs bei den Vereinten Nationen leistet das
das Bundesheer einen unverzichtbaren Beitrag. Wesentlich ist natürlich, dass unser außenpolitisches Engagement von dem Außenauftritt des österreichischen Bundesheeres, unserer Armee, nicht zu trennen ist. Unsere Auslandseinsätze, unsere Beiträge zur Friedenssicherung sind also ganz relevant. Zusätzlich dann das Angebot an Ausbildung, und dieser Kurs fällt dort hinein. Dieser Kurs hat also zwei schöne Seiten. Das eine ist, dass es auch Frauen empowert. Das hängt also ganz eng zusammen mit unserem Engagement für Menschenrechte, Frauenrechte. Aber da geht es nicht nur um Rechte, sondern es geht vor allem auch um die Mitgestaltung von Frauen in solchen komplexen Sicherheitsthemen. Und das hilft uns dann wieder, den Ländern auch klarzumachen, aus denen diese Expertinnen kommen, warum Österreich, gerade Österreich, ein relevanter Partner ist für sie in diesem Kontext. Es wird oftmals im Land unterschätzt, was wir hier an Expertise wirklich aufbringen können. Aber gerade wenn man viel im Ausland unterwegs ist, sieht man, wie dieses Thema von Österreich besetzt wird und wo unsere Expertise eigentlich auch abgefragt wird. Ich glaube, das sind alles kleine Schritte, kleine Mosaiksteine, die dazu beitragen, dass unser Ansehen auch in den Vereinten Nationen ein derart hohes ist. Noch ist nicht entschieden, ob Österreich den nicht ständigen Sitz 2728 im UNO-Sicherheitsrat bekommt. Gewählt wird 2026. Bis dahin ist man um eine breite internationale Unterstützung für Österreich bemüht. Österreich ist natürlich sehr aktiv auf multilateraler Ebene, ist ein großer Unterstützer des Multilateralismus und für uns im Büro für Abrüstungsfragen natürlich ein großer Unterstützer unserer Arbeit und der globalen Ziele der Abrüstung. Es ist in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse, im Sicherheitsinteresse Österreichs, sich für diesen Multilateralismus stark zu machen. Das ist keine Schönwetterveranstaltung, sondern ein Sicherheitsanliegen und ein außenpolitisches Anliegen, Österreich hier wieder noch visibler zu machen. Und dazu leistet der UN Safeguard Women Ammunition Expert Network Ausbildungslehrgang einen ansehnlichen Beitrag. Ich glaube, gerade aus verteidigungspolitischer Sicht zeigt dieser Kurs, wie es auch einem kleinen Land wie Österreich gelingen kann, eine internationale Reichweite zu erzielen. Wir haben es jetzt zum zweiten Mal geschafft, ein Netzwerk an jungen Frauen, die in ihren jeweiligen Ländern im Themenfeld Lager- und Munitionssicherheit tätig sind, zusammenzubringen, die Expertise auszutauschen und hier ein Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, das ist eine Nischenkapazität, die wir dankenswerterweise in Kooperation mit der UNO hier auch durchführen können. Die Vergrößerung des internationalen Netzwerks wird seine Früchte tragen. Ein Unfallrisiko in Munitionslagern aber zur Gänze zu verhindern, bleibt wohl Wunschdenken. Also auf null wahrscheinlich nicht, aber man kann das Desaster oder zumindest diese Unfälle reduzieren, weil mit einer dementsprechenden Lagerung auch das Risiko reduziert wird, dass wenn ein Munitionslager explodiert, nicht die komplette Munition dann explodiert, und das reduziert natürlich das Risiko immens.